1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist die Freitag-Nacht-Ausgabe und das ist eine freie Themenausgabe. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Ans Telefon oder mailt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Mailadresse domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht ist Frank. Frank ist 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Frank. Ja, guten Morgen. Jo. Ja. Ja. Vorgestern wollte ich schon anrufen bei dem Thema, wie sage ich es meinem Partner oder wie kann ich es meinem Partner beibringen. Da bin ich gleich durchgekommen. Schön, dass ihr mich jetzt anruft. Ja, ja, ich habe folgendes Problem. Ich bin seit 10 Jahren eigentlich recht glücklich verheiratet. Mhm. Und ich habe jetzt aber auch seit ungefähr 2 Jahren bemerkt, dass ich nicht nur was für Frauen, sondern auch für Männer empfinde. Mhm. Wie hast du das bemerkt? Es fing einfach nur an, dass ich also die Männer anders beobachtet habe. Ich habe auf deren Körper geachtet. Mhm. Ich habe mich selber nicht sehr schön gefühlt. Mhm. Habe jetzt auch 12 Kilo abgenommen, um da irgendwie gleich dem gleich zu kommen. Ja. Ja, aber es ist jetzt halt auch so, dass ich auch bemerkt habe, dass ich also wirklich auch was für Männer empfinde. Also sexuell. Sexuell. Das heißt, du guckst dir die Jungs neuerdings oder seit einiger Zeit auf der Straße, im Schwimmbad oder wo auch immer. Genau. So an, wie du dir früher Frauen angeguckt hast. Genau. Und das ist wirklich erst, du bist 36, das ist wirklich jetzt erst seit 2 Jahren so. Wo ich es jetzt bewusst wahrnehme, ich habe auch schon gedacht, das muss ja schon viel früher gewesen sein, aber jetzt so, wo ich es jetzt bewusst wahrnehme, ist das jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Ja. So, 2 Jahre. 2 Jahre ist wenig, aber irgendwie auch eine lange Zeit. Was ist in diesen 2 Jahren, während du das von dir weißt und bemerkst, was ist passiert? Ja, also es war, ja, meistens ist es so, dass ich dann halt auch in die Sauna gehe und aber nicht in die schwulen Sauna, sondern in öffentlichen Saunen. Und da passiert es dann teilweise auch, dass dass Männer untereinander halt aktiver werden. Wie in der normalen Sauna? In einer ganz stinknormalen Sauna werden die Männer aktiv untereinander? Ja, das ist meistens dann in der Dampfsauna. Und da ist es mal auch so passiert, dass ich da halt beisaß. Oder war es vielleicht so der schwule Abend, wo du reingeraten bist? Nein. Echt? Eine ganz normale Familiensauna und da krabbeln sich die Jungs an ihre Pimmel? Ja. Das ist ja ein Ding. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Doch, das ist so. Und da hast du mitgemacht? Nein, erst habe ich zugeguckt und dann habe ich da so mitgemacht. Aber ich habe bisher mich immer nur, befriedigen lassen. Also selber aktiv bin ich nicht. Und es war immer so im nebulösen Umfeld der Dampfsauna? Oder war es auch schon, also immer in der Sauna? In der Dampfsauna. Immer in der Dampfsauna. Ja. Mhm. Und und du hast dich da nur, du warst immer passiv und hast dich da befriedigen lassen? Von genau, einem. Genau. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das ganz normale Saunen sein sollten. Doch. Mhm. Na gut. Geht es so weit, dass du dir vorstellen könntest, dich sogar in einen Mann zu verlieben, oder ist es jetzt erstmal primär ein sexuelles sexuelles Interesse? Es ist nur sexuell. Mhm. Jetzt bist du seit 10 Jahren verheiratet, sagst du? Ja. Kinder? Nein. Das ist auch so ein Punkt, ich wünsche mir Kinder, meine Frau will keine Kinder haben und das ist eine ganz andere Thematik, ne? Genau, ja, aber das ist alles so, du bist unzufrieden in der Ehe? Nein, unzufrieden kann ich nicht unbedingt sagen. Ich möchte die Ehe nicht missen, ich möchte meine Frau auch unwahrscheinlich behalten. Mhm. Nur für mich ist es halt eine Belastung, weil ich fremdgehe. Für mich ist das schon fremdgehe. Okay, aber das hat mit dem Kinderwunsch ja jetzt nichts zu tun. Nein, es geht ja nur darum. Deine Frau ahnt überhaupt gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob sie es endlich ahnt. Ich hatte. Aber du hast noch nie eine Andeutung gemacht, dass diesbezüglich. Nein, also wir hatten vor einem Jahr hatten wir mal zwei gute Bekannte. Da ist das halt hatten wir auch zu viert haben wir es dann mal versucht. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass meine Frau
auch Spaß hatte bei der anderen Frau. Gut, das. Aber hast du denn mit dem anderen nein, Mann da auch? Nein. Okay, wie soll sie das denn, wenn sie mit einer anderen Frau Spaß hat? Wieso soll sie daraus schließen, dass du auch mit einem anderen Mann eventuell Spaß hättest? Sie meinte meine Gestiken. Meine Achso. Gestiken, die ich damit mal ja. von mir gebe und ja. Also es sind so feine Beobachtungen, so Kleinigkeiten. Aufgrund dieser Kleinigkeiten könnte sie es sich eventuell denken, denkst du dir? Ja, es war jetzt auch so, dass ich habe im April einen jungen Mann kennengelernt, der ist schwul. Mhm. Und da war es mehr oder weniger so, dass er wollte nicht, dass meine Frau was davon erfährt. Das ist aber auch nicht gelaufen in dem Sinne. Ne? Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Was wollte sie? Ich sag, er wollte nicht, dass meine Frau erfährt, dass er ja. schwul wäre. Ja. Und ich hatte also auch keine Beziehung, so nur einfach nur freundschaftlich. Mhm. Ne? Ja, jetzt war es so, dass ein anderer Bekannter dann gesagt hat, von wegen hier, der ist schwul und der ist hinter deinem Mann her und der liebt deinen Mann. Und ich kriege dann ganz schön Erklärungsnot. Also lange Rede, kurzer Sinn. Deine Frau weiß im Klartext nichts. Es könnte ja. sein, dass sie so ein bisschen irgendwas ahnt. Richtig. Du gehst ihr natürlich fremd, indem du da in deine Nebelsauna gehst und genau. dich da sexuell betätigst. Wie oft gehst du in diese Dampfsaunen? Also einmal im Monat. Einmal im Monat. Mhm. Wie würde sie denn, ich meine, das ist immer so eine Frage, die man sich als Partner stellen muss, wenn man in einer solchen Situation ist, wie du es jetzt bist, wie würde sie denn darauf reagieren? Du kennst sie doch. Ja, also ich habe Angst, also ich habe einfach Angst, dass ich sie falsch einschätze. Dass wenn sie erfahren würde, dass ich halt auch, dass ich was für Männer empfinde, dass sie dann, ja, die Beziehung zu mir beenden würde. Mhm. Klar, die Angst ist immer da. Das ist völlig klar. Aber so deine Einschätzung, würdest du eher dazu tendieren, dass es vielleicht möglich ist, dass sie tolerant reagiert und sagt, okay, lass uns irgendeinen Modus finden? Oder ist sie so drauf, dass die dich sofort vor die Tür setzt? Nein, das glaube ich nicht, dass sie mich sofort vor die Tür setzt. Das ist wichtig. Das finde ich für mich ist wichtig zu erfahren. Aber ich habe trotzdem Angst, ihr das zu sagen. Ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar, Frank, dass das nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Wenn du mit deiner Frau schläfst, spielen Männer in der Fantasie währenddessen eine Rolle? Nein. Nein, dann bist du ganz bei deiner Frau. Da bin ich bei meiner Frau. Und der Sex mit deiner Frau ist für dich auch befriedigend. Ja. Und gut. Ja, aber es ist weniger geworden, wesentlich weniger als zu Anfang. Gut, ihr seid 10 Jahre zusammen, da ist es vielleicht auch ein relativ normaler Vorgang, finde ich. So, jetzt hast du aber so Interesse gewonnen an den Männern, dass du für dich auch entschieden hast, das kann ich nicht sein lassen oder du willst das nicht sein lassen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Also das wäre keine Option, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wenn du schlechtes Gewissen hast, dann lass es einfach sein, unterdrück diesen Drang, sondern widme dich deiner Frau, das geht nicht. Nee. Okay. So. Ich will beides. So, wenn man beides will, dann muss man auch Kerl genug sein oder Mensch genug sein, Frau genug sein, wenn es in dem Falle ist. Da muss man auch den Mund aufmachen. Und da muss man es dem Partner sagen. Da muss man auch riskieren, wie der reagiert. Aber ich habe es gerade mit großen Ohren aufgenommen, dass du gesagt hast, die würde mich nicht sofort vor die Tür setzen. Vielleicht gibt es ja Modelle, dass ihr, du hast gerade den Vierer genannt, oder? Also es war als damals die Aktion lief mit dem Pärchen, da hat sie mich mal gefragt, ob ich was dagegen hätte, wenn sie sich mal mit alleine treffen würde. Ja, siehst du, das heißt doch, dass sie auch da irgendwie vielleicht Ambitionen hat. Ja, aber ich habe es damals total verneint und mehr oder weniger so angestellt, von wegen, dass ich das überhaupt nicht will. So, das wirst du jetzt revidieren und wirst sagen, pass mal auf, ich habe damals, glaube ich, ein bisschen Käse erzählt. Bei mir ist eine Entwicklung eingetreten, dass ich das gerne machen möchte. Jetzt ist es natürlich die Frage, ob du ihr das jetzt beichtest, dass du das schon seit einem Jahr machst. Mhm. Ich finde, das solltest du seit einem Jahr gehst du in die Sauna, ne? Ja, nee, zwei Jahre. Okay, ich finde schon, dass man das, wenn man 10 Jahre in der Ehe ist, sollte man das beichten. Es ist ja auch nicht so, also es ist ja nicht so schlimm, wenn du jetzt 2 Jahre eine andere Liebesbeziehung hättest, fände ich das viel schlimmer. Mhm. Ich finde, dass du da jetzt wirklich mit offenen Karten spielen sollst, mit radikal offenen Karten. In der Hoffnung, dass deine Frau, und ich bin da ganz optimistisch, dass du mit deiner Frau da einen Konsens finden wirst.
Ja, mein Problem ist halt, wie fange ich es am besten an? Indem du das ganz normal und klar sagst, so wie du es mir auch gerade klar gesagt hast. Ohne Umschweife, ohne lange Einleitungen. Klar raus. Ich habe es einmal versucht, und zwar, da habe ich sie gefragt, ob sie halt Interesse hätte, wenn eine zweite Frau dazu kommt. Nein, das ist schon wieder alles viel zu umständlich. Nee, aber dann fing sie an zu weinen, und dann dachte sie gleich, reiche ich denn nicht. Und nee, erzähl du erstmal von dir. Erzähl du erstmal von dir, und dann muss man sehen, wie sie darauf reagiert und wie es dann weitergeht. Da musst du jetzt durch, Frank. Da gibt's jetzt, ich weiß, das ist schwer, und da gibt's tausend Aber und vielleicht dann Ängste und so, aber Augen zu und durch. Ich glaube, das ist für dich besser, es ist für euch besser, und vielleicht findet ihr wirklich ein Modell und könnt eure Beziehung vielleicht noch besser weiterführen als bisher. Ich wünsche alles Gute. Ja, ich danke dir. Alles Liebe. Ja, tschüss. Schönen Abend. Jo. Tschüss. So, ihr Lieben, Willi ist hier. 70 Jahre. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Willi, schön, dass du da bist. Hallo. Was ist dein Thema? Warum rufst du an? Ich habe Folgendes. Ich bin 70 Jahre, wie du gelesen hast. Ja. Und seit 5 Jahren bin ich Rentner. Ja. Und seit 5 Jahren habe ich mir Ladendiebstähle angewöhnt. Ach. Weil ich wenig Rente kriege, weißt du? Wie viel Rente kriegst du? Ich kriege 658 Euro Rente, zahle aber 305 Euro alleine Miete. Ja. Und dann 25 Euro im Monat Strom, Kabelfernsehen, weil ich sonst keinen Empfang habe. Ja. Ja, läppert sich zusammen. Und Telefon. Nein. Ja. Lebst du alleine? Ich habe so 260 Mark vielleicht zum Leben für den ganzen Monat. Mhm. Jetzt bin ich aber starker Raucher. Ich gehe ja nicht los und klaue gezielt. Ja. Das mache ich nicht. Nur gelegentlich, wenn es sich ergibt, weißt du. Ja, was klaust du denn dann? Hauptsächlich Zigaretten, weil ich ein starker Raucher bin. Also das, was du wirklich dann direkt nötig hast für dich, für deinen Genuss. Ja, und dann die Mach 3, die Rasierklingen, die teuren Rasierklingen. Mhm. Mhm. Dann, sagen wir mal, für die dritten Zähne, den Kleber, der ist auch teuer, das ist auch so 3 Euro. Was, Kleber? Oder, für die Zähne. Für die dritten Zähne, ja. Ja. Mhm. Oder, sagen wir mal, auch schon mal Slips. Oder Socken, die man alles, was man in die Taschen stecken, Krawatten. Ja, wobei Krawatten brauchen wir ja nicht viele. Nee, dann die nutzen sich ja nicht so. Macht man in der Hand zusammen und steckt sie ein. Mhm. Ich habe es jetzt gerade so am Anfang verstanden, dass es wirklich so, ich habe wenig Kohle, ich rauche halt sehr gern und ich muss mich infolgedessen auch rasieren, und dann passiert das. Ja. Mit den Schlips ist ja schon eher so ein Luxus, glaube ich. Ja. Gut, das andere auch, aber ich will es nicht runterreden oder nicht verniedlichen, aber so habe ich es richtig verstanden, ne? Ja, schau mal, ist auch so. Wo klaust du das? Wo klaust du das denn? In größeren Dingens, Supermärkten. Und in 5 Jahre machst du das schon und bist noch keinmal erwischt worden? Einmal vor kurzem, vor 3 Monaten. Lebst du alleine? Ja. Hm. Was ist daraus geworden, als du erwischt worden bist? Ich habe, die haben mich erwischt, kurioserweise, an den Zigaretten, obwohl ja eine Kasse ist, die Zigaretten. Da ist noch nie was passiert, da habe ich so meine Tricks. Mhm. In die Tasche steckt, und dann bin ich durch die Gitter, hat gepiept, dann hatten so eine Pieper. Da hatten die an den Zigaretten diese Piepdinger dran. Ah ja. An den Zigaretten, habe ich nie gedacht. Und was haben die mit dir dann gemacht? Ja, die Detektive haben meinen Namen Adresse aufgenommen, und dann habe ich jetzt vom Gericht Bescheid bekommen. Anhörungsbogen, ne? Mhm. Und dann habe ich geschrieben, dass ich an der Kasse so voll war und ich ganz in Gedanken da die Zigaretten reingesteckt habe. Mhm. 2 Schachten hatte ich in der Tasche. Ja. 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 Ist natürlich traurig, dass es so gekommen ist. Ist auch irgendwo schlimm, dass du es machst? Ja. Du merkst, dass ich gerade ein bisschen gebremst bin. Natürlich ist es scheiße, wenn man Ladendiebstähle macht. Gibt's gar nicht zu reden. Andererseits sehe ich auch deine Situation, die das natürlich nicht rechtfertigt. Also ich möchte nicht missverstanden werden. Naja. Aber das Unrechtsbewusstsein ist schon da. Das ist da. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen. Mhm. Hast du denn versucht, mal das zumindest ein bisschen runterzufahren? Ich meine, man kann, einen Schlips musst du nicht klauen. Das ist völliger Quatsch. Das mache ich auch nicht mehr. So. Unterwäsche auch nicht. Da kann ich auf den Trödelmarkt gehen, da kriege ich von den Marken Unterhose. Ja. Ja. Hast du denn versucht, dass, wenn das jetzt schon so eingefahren ist, das ein bisschen runterzuschrauben? Ja, ich habe ja auch vorher, sagen wir mal schon, ich habe
manchmal Appetit auf was Leckeres, was teuer ist, was ich früher mehr erlaubt habe. Mhm. Beispielsweise die Nordsee Krabben, die gepulten, kosten Kilo 50 Euro. Mhm. Und die sind so 100 Gramm Schachteln abgepackt, die kann man so in der Hand nehmen und in die Tasche stecken. Mhm. Oder ich habe so Tricks, ich lasse immer 3 Dosen Milch, sagen wir mal, im Einkaufswagen, eine stelle ich aufs Band zum Überrollen. Dann mache ich, ich habe hier nur 3 Milch. Mhm. Da habe ich dann dahinter von der Kassiererin weg eine Seite hintergesteckt oder drunter gelegt, eine Scheibe Lachs oder geschnittenen Käse oder sowas. Mhm. Mhm. Da, so werde ich mir so mal gönnen. Ne? Mhm. Ja. Mir tut das leid, dass du so wenig Rente hast. Und ich finde es schlimm, dass Leute in die Situation kommen, um sich auch mal was zu gönnen, solche Wege gehen zu müssen. Andere schwimmen im Geld und die lachen über solche Kleinigkeiten. Dennoch ist es, kann ich es natürlich nicht gutheißen. Dennoch ist es natürlich schlecht und falsch, was du machst. Und die Gefahr, dass du dich da irgendwie reinreitest, sogar in deinem Alter jetzt noch, ist natürlich gegeben. Dass es immer wieder irgendwie vielleicht rauskommt und du wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten gerätst. Auf der anderen Seite tut es mir auch wirklich leid, dass du in die Lage gekommen bist. Ich habe auch Tricks, die sind, wo ich kaum dabei erwischt werden kann, außer dem Pieper da. Mhm. Die Kassiererin sitzt daneben. Mhm. Und vor der Kassiererin am Band, kann ich über dem Band ist so eine Stellage, da kann ich die Zigaretten reingreifen. Ne? Mhm. Dann stelle ich vorne quer als erstes, sagen wir mal, so ein Cornflakes-Paket in so ein großes, dass sie keine Einsicht aufs Band hat. Mhm. Dann greife ich da rein in die Zigaretten und greife so 3 Schachteln und lege die aufs Band. Mhm. Dann greife ich nochmal rein, so, wo ich 2, 3 Schachteln kriege, halte die verdeckt und unter dem Handrücken und tu so, als ob ich sie drauflege. Hast du den? Tue ich aber nicht. Ich mache die Hand dann auf den Griff von den Wagen. Mhm. Und dann stecke ich die ein. Und dann anschließend nehme ich nochmal 2 vom Band runter, dass nur eine drauf liegt, dass sie das nicht sieht. Du hast, bevor du Rentner wurdest, sowas nie gemacht? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Wie viel weniger Geld hast du als Rentner gegenüber vorher? Ach, vorher war ich selbstständig, Domian, ich hatte einen Schrotthandel, ich habe Autos verschrottet, ich habe Riesengeld verdient, ich habe 10.000 Mark, also D-Mark damals, ne? Um die 10.000 Mark im Monat gehabt, nur ich habe vergessen, da weiter zu kleben, die Rente habe ich aus früheren Zeiten, als ich auf dem Bergwerk war, ne? Verstehe. Aber ich habe viel Geld verdient. Ja, natürlich auch viele sagen, okay, ist er jetzt auch ein bisschen selbst dran schuld, dass er in der Lage ist, hätte er immer ein bisschen mehr vorgesorgt, er hatte ja früher Kohle, müsste er jetzt nicht klauen. Hast du recht. Habe ich recht, ne? Ja. Weiß das irgendjemand? Hast du Kinder, Verwandtschaft? Oder? Nee, ich bin ganz alleine. Du bist ganz alleine. Mhm. Ich habe einen guten Kontakt zu meiner geschiedenen Frau, aber sonst lebe ich für mich alleine. Mhm. Da bin ich auch nicht unglücklich mit. Ich hatte immer Frauen gehabt, die sind betrogen, belogen worden, haben nur Geld gekostet, als ich das noch hatte. Oder ich habe ja auch noch jetzt nebenbei, vor ein paar Jahren habe ich noch Taxi gefahren, ich habe einen Taxischein. Ne? Da habe ich natürlich Taxi gefahren, aber kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Alter so, dass ja, es nicht jetzt, mehr. Ich kann es nicht mehr, mein Rücken ist kaputt. Ist das für dich, so eine Schmach auch? Schämst du dich, dass es so weit gekommen ist, dass du das machen musst? Nein, ich schäme mich nicht. Mhm. Ich schäme mich kein bisschen. Ich bin stolz durch die Gegend wie früher auch unter den Kollegen. Aber du bist nicht stolz darauf, zu stehlen, das nicht? Das nicht, nein. Mhm. Ich bin auch, wenn ich Geld habe, bin ich trotzdem stolz darauf, dass ich zurechtkomme und eben, das ist keine Schmach für mich, also gegen Kollegen gegenüber oder dass ich da Versteckungen mache oder so. Also Willi, ich fände es gut, wenn du diese ganze Sache sein lassen könntest. Ich hätte mehr Respekt vor dir, wenn du es schaffen würdest. Ich versuch's mal. Ja. Ich versuch's ja immer wieder, aber da bin ich am Überlegen mit der Pfennige, mein Gott, nochmal, ich rauche so stark, ich rauche ja 2 Schachteln am Tag, weißt du. Das geht ins Geld. Und da sind 6 Schachteln in der Woche. Das ist Geld, das ist mir klar. Davon stehle ich 4, sagen wir mal, und 2 bezahle ich. Ne? Mhm. So. Das ist ein Klüngelskram, aber ich weiß auch nicht. Ich habe es versucht, aber du sitzt zu Hause, machst einen Zettel, schreibst du genau auf, suche mir Aldi meinetwegen aus und billige Läden oder Real, wo ich die Preise alle kenne und da gehe ich dann einkaufen. Ja. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Ja. Und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Ich fände es gut, wenn die ganze Sache wieder ins Lot käme. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen dabei. Ja? Ich sehe gerade auf meinem Telefon, ich habe das U2-Verfahren im Telefon, ne? Ja? Ich habe in diesem Telefon ein Handy drin und das Festnetz, 2 Nummern. Und jetzt haben wir schon lange gequatscht und jetzt sehe ich, das geht am Schluss der Ladebalken. Ich muss aufladen erst. Also, das heißt, wir rufen dich in einer Viertelstunde nochmal an, okay? Na ja, gut, Domian. Dann machen wir es so. Bis gleich. Jo, tschüss. Das war Willi.
Hier ist Silke, 33. Hallo Silke. Hallo. Hallo. Ja, mein Thema ist seltene Krankheiten. Ja. Und zwar leide ich unter einer Kälteurtikaria. Man könnte auch Kälteallergie dazu sagen. Eine Kälteallergie? Ja. Das heißt, du erträgst keine Kälte? Ja, nicht ertragen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mein Körper reagiert halt extrem darauf. Und zwar bekomme ich Quaddeln am ganzen Körper, die dann extrem jucken. Wenn es wie kalt ist? Ja, fängt jetzt an. Jetzt schon? Ja. Ach du lieber Himmel. Also ich muss dazu sagen, es hat bei mir vor 7 Jahren angefangen, nach der Geburt meines Sohnes. Mhm. Und dann hatte ich da 5 Jahre Probleme mit und 2 Jahre fast Ruhe. Also ich hatte schon fast vergessen. Mhm. Und jetzt seit 2 Wochen habe ich wieder ganz extreme Probleme, sodass das Thema bei mir natürlich im Moment auch sehr akut ist. Also vor 2 Wochen war es ja noch nicht sehr kalt. Da nee, hast du's nicht aber, wirklich. Aber hast du es dann in der Nacht, es ist ja dann kühler, in der Nacht gemerkt? Nee, das ist immer tagsüber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgens ins Auto steige und das Lenkrad anpacke, dann geht das los, dass die Hände dann anschwellen und ja, vorne die Fingerspitzen ganz hart werden und jucken. Und aber nur da, wo du mit Kälte in Berührung gekommen bist? Also ja, eben halt durch Luft oder auch durch richtige Berührung dann, ne? Also die Quallen sind nicht am ganzen Körper, sondern dann nur an der Hand, wenn du das kalte Lenkrad angefasst hast? In dem Moment ja, aber es kann eben halt auch sein, wenn es ein ganz extremer Schub ist, dass es dann über den ganzen Körper geht. Wie ist es denn dann, wenn es mal, gut, so oft wird es bei uns nicht so kalt hier in Deutschland, aber wenn es dann nochmal kräftig unter Null wird, was dann? Ja, das ist das, was mir auch ein bisschen Sorgen bereitet, ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du kennst es ja schon, ne? Wie war die Erfahrung, als du akut kälteallergisch warst? Ich habe das Gefühl, da war es noch nicht so schlimm, wie es jetzt im Moment wird, weil ich habe also jetzt mal was Kaltes aus dem Kühlschrank getrunken, ist meine Zunge angeschwollen. Ja. Und das heißt, du könntest doch gar nicht bei minus 5 Grad mit nacktem Gesicht, was ja alle Leute machen, bei minus 5 Grad kann man das ja tun, rausgehen. Ja, dann fühle ich mich dann hinterher, als ob ich irgendwie in eine Brennnessel gefallen wäre. Dann schwillt das Gesicht an. Und ist das wirklich ist das eine bekannte und anerkannte Krankheit? Ja. Ja, ich habe es noch nie gehört. Ich habe eurem Team das gerade schon erzählt. Es gibt also verschiedene Arten von Urtikaria. Es gibt Wärmeurtikaria, wo die Leute auf Wärme reagieren, auf Schwitzen. Mhm. Und es gibt sogar Leute, die auf Wasser reagieren. Und das, also da bin ich mit meiner Kälteallergie noch relativ gut bedient, sag ich mal. Aber es ist halt schon ein Problem irgendwo, ne? Mhm. Wie lange hält denn dann so ein allergischer Ausbruch an, wenn du in Kälte gekommen bist und dann hast du deine Quaddeln, überall die jucken und wie lange hält das an? Also ich lasse es nie bis aufs Ende drauf zukommen. Ich nehme mir dann ein Antihistaminikum und dann geht das eigentlich innerhalb von einer halben Stunde. Ach so, dann lässt sich das wieder zurückschrauben. Ja, nur ich bin halt auch nicht der Mensch, der gerne Medikamente nimmt, weil ich denke, irgendwo kann es dem Körper ja auch nicht gut tun, wenn man ständig Tabletten frisst, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ich selbst bin ja ein Freund der Kälte und des Schnees und des Frosts. Mit dir könnte man also nicht in sehr verschneite Wintergegenden fahren. Ich wohne im Sauerland, dann kannst du dir vorstellen. Ja, stimmt, das ist mal dann sehr, sehr unpraktisch. Ja, ziemlich. Ja. Das ist auch das, was mich im Moment ein bisschen nervt, weil es ist halt relativ unerforscht. Und ich habe, also kannst du dir ja vorstellen, hier im Sauerland mit den Ärzten, das ist halt auch nicht so dicht gesät. Mhm. Und dann bin ich dann zu einem Hautarzt gegangen und bekomme dann von denen den schlauen Tipp, ja, dann sollte ich halt in den Süden auswandern. Sehr, fand sehr pfiffig. Das ist dann sehr hilfreich, ja, sehr in dem hilfig. Moment, ne? Ja, ja. Ja, in der Tat, was kann man außer diesen Pillchen dagegen tun? Kann man da langfristig was machen, was richtig therapiert auch? Eigentlich nicht. Also ich habe mich jetzt mal über das Internet schlau gemacht. Es gibt also wohl in Mainz die Uniklinik, die da jetzt eine Studie zugemacht hat. Da habe ich jetzt auch angerufen, aber da kriegt man dann sofort gesagt, in diesem Jahr keinen Termin mehr. Mhm. Ist natürlich wieder typisch für solche Spezialkliniken. Gibt es denn Selbsthilfegruppen in Deutschland? Wüsste ich nicht. Und das ist eben halt auch mein Anliegen, warum ich hauptsächlich angerufen habe, dass ich einfach mal aufrufen möchte, wenn sich jemand damit auskennt. Ich würde super gerne Kontakt mal mit jemandem bekommen. Also Leute, der sich die vielleicht auch mit Therapien auskennt. Also ich weiß, ein Arzt hat mal zu mir gesagt, man könnte eine Penicillintherapie machen. Mhm. Aber ich weiß nicht, Frau Kohl ist ja bekannt, die hat sich ja umgebracht wegen der Lichtallergie, die sie durch eine Penicillintherapie bekommen hat. Und ich denke mal, dann kann ich mit einer Kälteallergie besser leben wie mit einer Lichtallergie. Ne? Okay, also wenn jetzt jemand über dieses spezielle Gebiet etwas weiß, der möge uns bitte schreiben oder mailen unter domian@wdr.de. Nichtsdestotrotz werde ich dich gleich mal weitergeben an meine Psychologin und die soll mal ein bisschen rumforschen, ob wir nicht irgendwo eine Selbsthilfevereinigung, Gruppe, ein Grüppchen finden für dich. Ja, klasse. Das wäre wirklich super. Hast du irgendwas schon mal rausbekommen, ob das noch sehr viel schlimmer werden kann? Weißt du, oder also was? Es gibt
Leute, die können im Sommer nicht ins Wasser gehen, weil die dann sofort einen Kreislaufschock kriegen. Weil das Wasser dann zu kalt ist? Ja, also ich sag jetzt mal, wo Otto Normalverbraucher eben halt im Sommer ins Freibad springt, da dürfen die Leute dann halt nicht ins Wasser, weil es zu einem Allergieschock kommt. Ja. Wo man dann also mit Kreislaufschock, Herzstillstand, Atemstillstand also, und sowas dann. Unter Umständen sogar lebensbedrohlich kann also im schlimmsten Fall wirklich tödlich enden kann. Ist das denn jetzt schon so filigran, das Ganze, dass du schon Angst hast, ins Gefrierfach mal zu packen und Sachen rauszuholen? Nein, also das jetzt nicht, aber ich kann jetzt nicht in den Keller gehen und dann über zwei Etagen was Gefrorenes nach oben tragen. Dann geht das los. Das geht nicht. Ja. Über zwei Etagen kannst du nichts Gefrorenes nach oben tragen. Nee. Das ging dann nur mit Handschuhen. Ja, genau. Ja. Sieht natürlich auch dementsprechend albern aus, wenn man sich jetzt hinter Steuer setzt mit Handschuhen. Ja, das geht halt nicht anders. Ja. Ne? Oder wenn du im Hochsommer mit Handschuhen einkaufen gehst im Supermarkt und die Pizza kaufst. Ne? Ja, okay. In dem Moment lege ich die Pizza ja nur eben in den Einkaufswagen. Ja, ist klar, das geht ja dann schon noch. Ne? Ja. Aber ich könnte halt jetzt nicht einen Kilometer, sag ich jetzt mal übertriebenerweise, zum Auto transportieren. Das geht also nicht. Ne? In Sachen Kälteallergie, wenn da jemand was weiß oder eine Therapieform kennt, bitte mailen an domian@wdr.de. Und wir rufen die. Du legst jetzt auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich nochmal an und wir gucken mal wegen Selbsthilfegruppen. Darf ich noch ganz kurz was loswerden? Bitte. Ich finde dich total super. Ich höre dich seit mehreren Jahren und ich finde das richtig toll, dass es dich so gibt. Sehr nett. Und dann möchte ich noch ganz, ganz herzlich mal eben meine Freundin Karin suchen, die beste Freundin, die es gibt auf der Welt. Grüßen. Danke, ja genau. Ja. Jetzt habe ich gerade wahrscheinlich Blödsinn geredet. Ich bin total aufgeregt. Ist auch völlig normal, aber es ist alles rübergekommen und ich bedanke mich herzlich super für das Kompliment. Ich Silke, danke, alles Gute, auf Wiederhören. Danke auch so, tschüss. Tschüss. Heiko, 34. Hallo Heiko. Hi Domian. Jo. Weswegen rufst du an, Heiko? Ich habe am 4. August meine Tochter verloren. Am 4. August? Ja. Was ist passiert? Sie ist von ihrem Onkel umgebracht worden. Wie alt war das? Wie alt war deine Tochter? 14 Jahre. 14 Jahre? Ja. Und sie ist von ihrem Onkel umgebracht worden? Ja. Was ist da passiert? Warum? Er wollte sie vergewaltigen und das hat meine Tochter nicht zugelassen und dann hat er wie ein Wilder auf sie eingestochen. Sie ist erstochen worden? Ja. Mhm. Von ihrem Onkel? Ja. Ist das der Bruder deiner Frau oder dein eigener Bruder? Nee, das ist von meiner Ex-Frau, von ihrer Schwester, der Mann. Ach so. Mhm. Wie hast du von der Tat erfahren? Ich habe es früh um 16:30 hat mich meine Ex-Frau angerufen, vom Handy von meiner Tochter aus. Und ich bin ans Telefon gegangen, habe gesagt, Maus, was ist denn los? Und dann hat das meine Ex-Frau gesagt, na, ich bin's. Und dann habe ich gesagt, Doris, was ist was mit meinen Eltern? Mhm. Hat sie gesagt, nee, was ist passiert? Und dann hat sie gesagt, komm runter, weil ich im Nachbarort wohne. Mhm. Ich sag das, und ich so, na, sag mir das bitte sofort, weil sonst lässt mir das keine Ruhe. Mhm. Und dann hat es mir eben gesagt, die haben da Julia umgebracht. Und dann habe ich für Anziehen und für die 5 Kilometer 4 Minuten gebraucht mit dem Auto. Das Mädel hat bei der Mutter gelebt? Bei meiner Ex-Frau gelebt, wo auch noch mein Sohn lebt. Mhm. Dann bist du dorthin gefahren, hast du das Kind gesehen noch? Nee, das Kind habe ich nicht mehr gesehen. Ich wollte sie auch nicht mehr sehen. Ich behalte es so in Erinnerung, wie ich sie 14 Tage davor noch gesehen habe. Mhm. Das ist ein unfassbares Unglück. Ja. Vor allem dieser Mann oder diese Person hat vor 11 Jahren, er hat es jetzt gestanden, schon mal ein Mädchen umgebracht mit 45 Messerstichen. Und da hat man ihn nicht erwischt damals? Nein. Und das hat er jetzt gestanden? Ja. Kanntest du oder kennst du diesen Mann von früher auch etwas näher? Ich kenne ihn 8 Jahre schon, da war ich noch verheiratet. Mhm. Und man hat ihm nie was angemerkt. Nie. Mhm. Und ich kann es selber nicht begreifen. Man vertraut ja in der eigenen Verwandtschaft, vertraut man doch den Menschen. Ja, natürlich. Ja. Und wenn man denkt, dass der Mann ist in Ordnung und es ist ein normaler Mensch. Ja, und hat selber jetzt Kind mit 2 Jahren. Mhm. Das Ganze ist am 4. August, sagst du, passiert. Das ist ja noch sehr frisch und sehr nah dran. Ja. Hast du das überhaupt schon richtig realisiert, was da passiert ist? Oder ist das Schock noch? Ich war jetzt 4 Jahre arbeitslos, weil ich an Krebs erkrankt war. Mhm. Den habe ich jetzt Gott sei Dank besiegt. Mhm. Habe jetzt am 1. August wieder das Arbeiten angefangen.
Und ich war ja schon ganz unten durch den Krebs, durch die Arbeitslosigkeit. Ja. Aber ich bin immer noch am Fallen. Ich falle in ein Loch rein und man denkt, ich höre nie auf das Fallen. Ja. Ja. Und ich sag's offen und ehrlich, wenn mein Sohn nicht hätte und mein bester Freundin schwanger wäre mit meinem Patenkind, wo ich Pate wäre, wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte. Sei da offen und ehrlich. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Empfindest du etwas gegenüber dem Mörder? Hass. Hass. Was jeder versteht, was man macht. Natürlich. Ich dachte, dass der Schock noch so groß ist, dass du sagst, diese Person ist gar nicht greifbar für mich. Schock ist schon da. Und ich bin jeden noch am Friedhof. Und ich bin kein großer Kirchengänger, so ich mal. Aber ich habe zu unserem Pfarrer einen sehr guten Kontakt, weil er ist auch noch relativ jung, hat auch 3 oder 4 Kinder. Ja. Und der geht auf Motorradtreffen und so, mit dem kann ich halt plaudern wie mit einem Freund. Und er versteht mich aber auch. Was ja sehr, sehr gut ist, wenn du da den Ansprechpartner hast in dem Pfarrer. Ja, und ich muss sagen, wenn ich halt mal mein Herz ausschütten will, dann gehe ich nicht in die Kirche, sondern dann gehe ich privat hin, rauche mit einer Zigaretten oder trinke mal ein Seidler Bier mit einer, wie wir in Bayern so, und rede mit ihm darüber. Ja. Weil das bringt mir mehr, wie wenn ich andauernd in die Kirche reinrenne, weil ich habe andere Art Vertrauen wie mancher andere Mensch. Ja, ja. Du sagst, du gehst jeden Tag zum Friedhof. Jeden Tag, ja. Erhältst du da so Zwiesprache mit deinem Kind? Ja, halte ich. Vor allem neben meiner Tochter, das Grab gehört ein Freund von mir, der ist letztes Jahr durch einen Motorradunfall gestorben. Und wenn ich immer von meiner Tochter weitergehe, so ich immer Frank, pass auf meine Julia auf. Wie hast du die Beerdigung verkraftet? Mit Tabletten. Mit Tabletten, Ja. Hat das deine Ex-Frau und dich jetzt auch näher wieder zueinander gebracht, etwas, dieses Unglück? Ja, wir reden. Das waren alles Kleinigkeiten, wie wir uns getrennt haben und alles. Und wir reden miteinander. Mein Sohn geht jetzt auf die Realschule. Wenn er Probleme hat, er kommt zu mir, er redet mit mir. Und ich sage, wenn mein Sohn nicht hätte, ich frage mich die ganze Zeit, was das Leben noch für einen Sinn hätte. Gibt es so Momente, wo du, ich meine, das ist ja so unbegreiflich schlimm, wenn man sich vorstellt, das eigene Kind wird von einem Onkel erstochen. Das ist, da gibt es ja gar keine Worte und keine Beschreibung für. Ja. Gibt es Momente, wo du denkst, warum trifft das mich? Warum trifft das unsere Familie? Warum ist das Unglück so nah an mich herangekommen? Oder das freut mich jeden Tag. Weil man liest es in der Zeitung, man sieht es im Fernsehen, man hört es im Radio und denkt, das ist alles ganz weit weg. Und plötzlich ist man mittendrin. Ja, plötzlich ist es ganz nah dran. Es ist wahrscheinlich auch, ich denke gerade so, wenn man dann an dem Grab steht und das Mädel war 14 Jahre erst alt, voller Hoffnung, voller Träume, voller Pläne, das ist ja alles nicht fassbar, diesen Schmerz auszuhalten. Ja, ich frage mich immer, warum musste meine Tochter gehen und nicht ich? Kriegst du jetzt im Moment auch immer noch Medikamente? Nö, ich nehme nichts mehr. Kannst du schlafen? Kann man, wenn man so ein Unglück... Ich schlafe am Tag 2-3 Stunden, das reicht. Bist du eigentlich jetzt, du hast es gerade gesagt, du bist jetzt wieder im Beruf. Ja. Und es lenkt ab, muss ich sagen. Ich bin nicht in einer Firma, sondern ich habe so eine Art Hausmeister-Service. Also so eine Art Hausmeister bin ich. Ja. Und ich habe eigentlich nur 35-Stunden-Woche, aber wenn... Zurzeit 40, 50 Stunden, ich stürze mich halt in Arbeit rein. Und wenn du dann so nach Hause kommst, du lebst alleine, ne? Ich lebe alleine, ja. Wie lenkst du dich dann ab? Mit Fernsehen gucken oder? Puzzeln. Bitte? Ich habe zurzeit ein großes Puzzle. Ja. Und ich habe sehr gute Freunde, die wo mich aufgefangen haben. Ich finde das so ein großes Glück im Unglück, dass du sagst, du hast zu dem Pfarrer so ein gutes Verhältnis, dass du mit ihm sprechen kannst und er kennt eure Geschichte, er kennt euch und
er wird durch sein Dasein und durch sein Zuhören kann er helfen. Und wenn du dann noch sagst, du hast auch gute Freunde, mit denen du sprechen kannst, ist das ja schon sehr viel wert und sehr wichtig in so einer Lage. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du und ihr alle, die ihr in der Familie seid, 100 Mal schon darüber nachgedacht habt, wie das wohl passiert ist und darüber gegrübelt habt, hat das Kind leiden müssen. Gibt es eine Rekonstruktion, wie genau das passiert ist? Hat die Gerichtsmedizin da irgendwas erklären können? Er hat auf sie eingestochen und dann ist meine Tochter barfuß über ein frisch abgeerntetes Getreidefeld gelaufen. Obwohl sie schon... Wenn man Schuh dran hat, tut es ja schon weh. Und sie hatte schon einige Stiche abbekommen. Ja. Mhm. Und dann, sie ist regelrecht verblutet. Auf dem Feld? Nein, im Krankenhaus. Die ist dann bewusstlos geworden. Ach so, man hat sie gefunden dann. Ja, weil sie den Arm noch krumm hat. Mhm. Das hat mir meine Frau erzählt. Und hat ein Auto gehalten, die haben dann einen Notarzt gerufen. Mhm. Dann ist sie bewusstlos geworden. Mhm. Dann haben sie sie eine Viertelstunde reanimiert. Und dann ist er wieder zu sich gekommen und hat nur die Adresse von ihrem Onkel gesagt. Und dann ist sie eingeschlafen. Ach so, das heißt, sie konnte noch den Täter benennen? Ja. Das ist ja auch Wahnsinn. Und dann ist sie gestorben danach? Ja. Mhm. Das heißt, wenn sie es nicht gesagt hätte, wäre er vielleicht wieder ungeschoren davon gekommen? Genau. Unglaublich, unglaublich. Ja. Es tut mir sehr, 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 sehr leid. Sehr, sehr leid, Heiko. Das ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, alle Menschen, die hier zugehört haben, sind entsetzt und fassungslos, was ihr habt mitmachen müssen und was ihr mitmachen müsst im Moment. Ich würde gerne, da wir nicht so ganz lange hier auf dem Sender sprechen können, noch anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen oder auch so lange du möchtest sprichst. Ja. Ja? Ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Kraft für alle vielen, vielen Tage und Wochen und Monate, die du jetzt noch im Schmerz vor dir hast. Und der Schmerz wird ewig da und solange ich lebe, Ja. Ja. Ja, ich weiß. Und deine Sendung ist spitze, ich schaue sie jeden Tag an. Ich danke dir. Bitte. Alles Liebe von ganzem tiefem Herzen. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Dieter. Und Dieter ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Das war eine schlimme Geschichte, ne? Hast du es mitgehört? Ja, das war eine schlimme Geschichte und der Mensch hat auch mein tiefstes Mitgefühl. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Nur dazu passt mein Thema eigentlich gar nicht. Weil wir reden jetzt über ein Kind, was noch nicht auf der Welt ist. Mhm. Erzähl mal. Folgendes Problem. Meine jetzige Beziehung ist jetzt eigentlich so gewesen, dass wir vor uns knapp ein Jahr kennengelernt haben und dann ist sie schwanger geworden und ich habe vorher schon gesagt, ich möchte keine Kinder mehr haben, weil ich sie mir finanziell nicht mehr leisten kann im Moment. Hast du schon Kinder? Ja, ich habe schon zwei Kinder. Du hast schon zwei. Mhm. Ich habe eine Tochter, die ist 12 und einen Sohn, der ist 2. Mhm. Zu meinem Sohn habe ich im Moment ein super Verhältnis, den sehe ich jeden Tag. Mhm. Und ich habe aber die ganze Zeit gesagt, ich möchte keine Kinder mehr und jetzt ist sie eben schwanger und im November kommt dieses Kind auf die Welt. Und seitdem sie mir gesagt hat, wie sie sich entschieden hat dazu, kann ich zu dieser Frau einfach nicht mehr sagen, ich liebe dich. Fühlst du dich hintergangen, dass sie schwanger geworden ist, obwohl du es nicht wolltest? Nein, wir haben beide mit dem Feuer gespielt und wussten, was passiert. Ah, also du bist schon durchaus auch mit Schuld dran. Ja, klar. Sie hat jetzt nicht... Wenn ich Nein sagen würde, würde ich ja lügen. Mhm. Naja, es hätte sein können, dass sie heimlich die Pille abgesetzt hat oder irgend sowas. Ich wusste eben, dass sie nicht verhütet. Ja. Und warum bist du dann so leichtfertig da rangegangen, wenn du kein Kind mehr haben wolltest? Ja, das ist eben... Ist die Frage. Wir haben uns sehr selten gesehen, weil sie wohnt auch weiter weg. Mhm. Und da ist das eben dann mal passiert. Ansonsten eigentlich, am Anfang ist eben auch verhütet worden und dann ist auch mal nicht verhütet worden. Mhm. Und dann ist es dabei eben passiert, wo man nicht verhütet worden ist. Und dir wäre recht gewesen, wenn sie es abgetrieben hätte? Von meiner Seite aus, wenn ich das jetzt so sagen sollte, ist es tatsächlich so, dass ich dazu ja sagen würde. Ja. Weil ich selber habe das Geld nicht und sie selber hat es ja auch nicht. In der wievielten Woche ist sie schwanger? Ja, sie ist jetzt müsste jetzt Anfang siebter Monat oder... Ach, siebter Monat. Mhm.
7. Mhm. oder 8. Monat sein. War das am Anfang Thema, dass du ihr das vorgeschlagen hast oder sogar vehement vorgeschlagen hast? Ich habe ihr eigentlich nur gesagt, du musst selber entscheiden, was du tust. Ich habe ihr nie gesagt, du musst jetzt abtreiben, weil das konnte ich nicht, weil ich wollte nicht über irgendein Leben entscheiden. Ja, aber jetzt bist du in der seltsamen emotionalen Situation, wie du es gerade geschildert hast, dass du jetzt nicht mehr zu der Frau sagen kannst, ich liebe dich. Ja, seitdem ich eben weiß, dass sie das Kind kriegen wollte, kann ich das nicht mehr sagen. Warum? Versuch's mir zu erklären. Ich weiß es selber nicht. Weil ich mich einfach gegen dieses Kind stelle. Das ist das Schlimme. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ich habe zwei Kinder, die liebe ich über alles. Und ich verstehe selber nicht, dass ich zu diesem Kind nicht Ja sagen kann. Mhm. Ich verstehe das auch nicht. Deswegen frag dich jetzt gerade nochmal nach. Versuch es mir noch näher zu erklären. Aber das funktioniert nicht. Ich weiß nur, wo es eben dazu kam, dass sie sagte, sie ist schwanger. Da habe ich gesagt, wir können uns das finanziell nicht erlauben. Mhm. Ich konnte es damals nicht, weil mein Geschäft nicht lief. Ja. Mein Gewerbe habe ich mittlerweile abgemeldet. Ja. Mittlerweile lebe ich eben von unserem Staat, wie man es schön sagen darf. Mhm. Was mir gar nicht gefällt, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Und dann kam der Punkt eben, wo wir 250 Kilometer auseinander. Ja. Wir sehen uns sehr selten. Mhm. Durch dieses finanzielle Fiasko eben auch schon alleine. Mhm. Und ich weiß nicht, warum auf einmal ich... Kannst du nur nicht zu ihr sagen, ich liebe dich, sondern ist da eine Aggression latent, so irgendwie versteckt dir gegen die Frau? Eigentlich nein. Die Frau wird dir allmählich immer egaler? Ey, die wird mir eigentlich nicht egal, sonst hätte ich vielleicht selber den Mut schon gehabt und sag einfach, jetzt ist Schluss, aus, vorbei. Aber wenn du... Du kannst nicht zu ihr sagen, ich liebe dich. Ich kann nicht zu ihr sagen. Empfindest du es denn noch so? Oder kannst du es nur nicht sagen? Ich weiß es selber nicht im Moment, das ist das Schlimme. Mhm. Ich weiß es selber nicht und sie kommt ja auch zu mir und wir haben auch noch miteinander geschlafen, wenn sie bei mir ist, wo ist nicht. Mhm. Nur sie sagt ja auch zu mir schon, ich höre schon seit langem nichts mehr von dir und warum sagst du das nicht? Ich finde es wirklich auch sehr sonderbar, Dieter, muss ich sagen. Deswegen war für meine Frage, fühlst du dich gelingt von der Frau? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Du bist genauso mit Schuld, wenn man von Schuld sprechen kann, wie sie auch, dass sie schwanger geworden ist. Das ist richtig, ich bin genauso schuld. Weil und dann kann man sagen, gut, da sind zwei Kinder. Lieber Gott, dann kommt jetzt auch noch ein drittes dazu. Kriegen wir auch noch geregelt. Geht auch noch. Ja gut, vor allem die Kinder leben ja nicht bei mir, die ich habe. Zudem. Alle bei ihrer Mutter. Ja, zudem. Warum jetzt da? Wohnung heutzutage. Ja, warum jetzt da so eine? Gut, du sagst, da ist nicht viel Kohle da. Aber es wird schon gehen. Es wird schon irgendwie gehen. Hat deine Partnerin Arbeit? Nein, eben nicht. Die lebt auch von Staat. Okay, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Also das so, in so einem armen Land leben wir ja noch nicht, dass das Kind jetzt auf der Straße landet oder so. Und es ist dein Kind. Das ist deine Frau, von der du vorher gesagt hast, die liebe ich. Und du hast mit der Frau Sex gehabt, schöne Gefühle geteilt. Und du hast ihr sogar noch gesagt, ja, entscheide du das, ob du abtreibst oder nicht. Ich setze dich nicht unter Druck. Da muss man doch irgendwann, auch wenn ich das nachvollziehen kann, wenn du sagst, ich will kein Kind mehr, ist, finde ich, eine völlig legitime Haltung. Aber irgendwann muss man doch den Schalter auch mal umstellen und sagen, okay, jetzt ist es, wie es ist. Das ist jetzt mein Schicksal. Und es ist ich freue mich auf das Kind, das ist ein neuer Mensch, ein neues Leben. Und so ist es. Ich nehme das so an, wie es jetzt ist. Warum gelingt das nicht? Ich weiß es nicht, kann es dir nicht sagen. Vielleicht durch meine Situation, wo ich alles aufgeben musste, meine Selbstständigkeit aufgeben musste, weil das Geschäft nicht mehr läuft. Das mag ja sein, dass das so tief in dir alles sehr verspannt. Aber du bist ja ein erfahrener Mann mit 40 Jahren, da müsstest du das doch eigentlich auseinanderhalten. Tue ich ja eigentlich auch. Wenn du dir das vorstellst, das ist ja nicht mehr lange hin, dass das Kind auf die Welt kommt. Die Vorstellung, das Kind ist da. Ist dir das unangenehm, es überhaupt anzufassen? Ich möchte schon gar nicht dabei sein. Ich war bei meinem Sohn dabei, wo er auf die Welt kam. Mhm. Gut, er wurde dann per Kaiserschnitt geholt, wo ich dann nicht live dabei sein konnte. Ich war aber die ganze Zeit im Krankenhaus. Mhm. Und ich war der Erste, der meinen Sohn in den Arm hatte. Mhm. Und ich habe mich gefreut. Und ich freue mich im Moment auch gar nicht. Dieses drauf. Muss für deine Partnerin doch sehr schlimm sein im Moment. Ja, eben, das Komische ist, ich kriege von der alles. Und sie macht alles für mich, wenn ich das möchte. Mhm. Die fährt, auch wenn sie wenig Geld hat, mit dem Zug zu mir, diese 250 Kilometer. Aber sie muss das ja, sie spürt das doch, dass du nicht da so bei der Sache bist, wie es eigentlich sein sollte. Ja, muss sie das spüren und das ist ja das, was mir dabei auch leid tut. Und sie verdrängt das im Moment wahrscheinlich, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen möchte, aber sie wird es wissen, sie weiß es. So, du möchtest gerne diesen Knoten aufkriegen irgendwie in dir. Ja, entweder den Knoten aufkriegen oder einfach sagen, pass auf, hier müssen wir jetzt Schlussstrich, wir beiden haben uns zu trennen oder sonst was.
Ah, du kannst ja nicht weitergehen. Achso, also diese Gedanken gibt es auch, dass du überlegst, eventuell dich ganz zu trennen von ihr. Ja klar, weil so kann es nicht weitergehen, meiner Meinung nach. Aber weil ich hab für mich ist eine ganz entscheidende Frage, bevor diese ganze Sache passiert ist, da war das schon eine tiefe Liebesbeziehung. Ja. Du hast also diese Frau gemocht und geschätzt. Habe ich auch an hast Anfang, du? Klar. Ich finde, wenn das ist so vertrackt jetzt, ich finde, dass man, und es geht jetzt auch um vielleicht eine Familie, die da entsteht und es ist ein Kind unterwegs, dass man eigentlich alles versuchen sollte, das hinzukriegen. Und ich finde, dass man jetzt nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen sollte und sagen, ich mache jetzt Schluss. Vor allen Dingen, weil du sagst, ich weiß nicht so richtig, was mit mir los ist. Vielleicht liegt es an meiner beruflichen Situation. Was hältst du denn davon, dass du dir von außen da etwas helfen lässt? Du hast ja hier nur auch schon angerufen. Ja gut, das ist ja eben die Überlegung, ob mir da von außen einer helfen kann, weil ich sage einfach mal, ich war mein Lebtag noch nicht beim Psychologen oder sonst was. Aber ich merke das eigentlich immer, mir Gedanken darüber, wie es weitergehen soll überhaupt, auch das ganze Leben eben im Moment. Ich finde auch, dass da deine Partnerin mit einbezogen werden sollte. Ich weiß nicht, ob es klug ist, das jetzt kurz vor der Entbindung zu machen. Das musste man mal beraten, ob das klug ist. Aber danach muss ihr ja auch daran gelegen sein, dass die Sache geklärt wird. Denn auf Dauer ist das für sie ja auch eine sehr belastende Situation, wenn sie merkt, dass mein Mann und der Vater sehr distanziert und für sie nicht durchschaubar reagiert. Also müsste eigentlich das Allerbeste wäre, wenn ihr gemeinsam euch eine Hilfe suchen würdet. Mhm. Wenn du, ich meine, das ist doch völlig normal, wenn man selbst so hilflos vor sich selbst steht und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was da in mir los ist und ich kann denken und hin und her, ich kriege das nicht auf die Reihe, dann sucht man sich eigentlich Hilfe von außen. Und ich interpretiere deinen Anruf hier ja auch schon so als einen... Nein, ist ja ein Hilferuf im Prinzip. So, genau, ja, genau. Pass auf, du wirst jetzt mit meiner Psychologin sprechen. Ja. Und sie wird dir noch ihre Meinung dazu sagen und sie wird dich auch noch versorgen mit der einen oder anderen für dich interessanten Anlaufstelle und Telefonnummer. Ja. Und dann handelst du. Ja. Ja? Jetzt legst du auf und wir rufen gleich wieder zurück. Okay, alles klar. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Hier ist Waltraud und Waltraud ist 57. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Waltraud. Aber ich bin ganz aufgeregt und ziemlich fertig. Um was geht's denn? Und zwar ist das Problem, ich bin jetzt demnächst 40 Jahre verheiratet, bin von den 40 Jahren 25 Jahre selbstständig, habe meine Selbstständigkeit aufgegeben, weil mein Mann das nicht ertragen konnte. Also selbstständig, was heißt das? Das heißt, ich mache Naturheilkunde. Ach so. Ich war im In- und Ausland. Und also als Heilpraktikerin oder sowas? Ja, nein, ich bin hier nach dem Gerichtsurteil in Deutschland der Einzige, der Beruf zählte, nicht Hausfrau, auch arbeiten durfte. Ich heile eigentlich mit meinen Händen. Okay. Ne? Mhm. Und mein Mann konnte das nicht ertragen. Die Leute kamen zu mir. Mhm. Und dann wurde er, praktisch sage ich jetzt wirklich, wie es ist. Er sagt, ich bin eifersüchtig auf die Leute, die zu dir kommen, die einfach von dir eine Meinung haben. Das kann ich nicht teilen. Mhm. Sagt er, hat sich immer gefühlt an zweiter Stelle, war überhaupt nicht so. Wenn ich wohin kam, dann hieß das nur immer, dass ich kam, also mein Mann kam immer als Zweiter hinterher, passte mir nicht, aber es war halt so. Kann das sein, dass er da auch so ein bisschen eifersüchtig auf deinen Erfolg war? Der war eifersüchtig, der war wahnsinnig eifersüchtig. Ja. Neidisch? Ja, neidisch. Und dann fing er an zu schlagen. Der fing an zu treten, der hat mich mit Worte beleidigt. Solche Worte kann ich nicht wiederholen, das ist unmöglich. Die haben mich so gekränkt innerlich, dass ich merkte, plötzlich nach einer Zeit, wenn ich so alleine war, dass ein Stück von mir wegging. Mhm. Ich wurde immer irgendwie so ein bisschen kälter ihm gegenüber auch. Mhm. Ich merkte, ich war verletzlich. Wahnsinnig tat mir das weh. Bist du jetzt mit ihm noch zusammen? Ja, jetzt wollte ich es ja gerade erzählen. Und die erste Zeit habe ich immer gedacht, naja, das wird wieder und geht wieder. Ja. Er hat auch seine guten Seiten gehabt. Ja. Und wenn irgendwas ihm nicht im Kram passte, sage ich mal, dann musste ich es ausbaden. Es wurde mit den Schlägen immer schlimmer. Dann habe ich meine Selbstständigkeit aufgegeben, war zu Hause, habe gedacht, das geht. Das hat ihm auch nicht gepasst.
Ich habe ein Haus gebaut, weil er mich erpresst hat, hat gesagt, bau das, ich will da oben hin, es ist im Naturschutzgebiet. Mhm. Ich habe das bezahlt, ich habe alles gemacht, ich habe mich blank gemacht. Alle bekannte Freunde haben gesagt, Waltraud, was tust du da, mach das nicht. Und das war schon, obwohl er dich vorher über lange Zeit geschlagen hat. Ja, hatte mich schon geschlagen, hab gedacht, naja, trotzdem hink ich noch an ihn. Er hatte auch seine guten Seiten. So, jetzt will ich mal einen Schnittmann. Ich will wissen, was heute aktuell ist. Ja, heute ist es so, ich habe dieses Haus, was ich habe, habe eine einstweilige Verfügung. Er darf hier eigentlich nicht mehr rein. Er geht aber hier rein, er geht durchs Dach, er macht die Dachpfannen hoch, er haut mir die Bodentür ein, er ist in diesem Haus. Wenn ich nach Hause komme, ist er hier. Dieses Haus gehört aber dir? Nein, ich habe es damals überschreiben lassen, das war mein großer Fehler auf Eheleute. Ach so. Dann bin ich von zu Hause, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, habe ich mir ein Hotel gekauft. Wir sind so 20 Kilometer weiter. Gekauft? Gekauft. Du bist aber sehr eine wohlhabende Frau. Du, andere Leute mieten sich ein Zimmer im Hotel, du kaufst dir gleich ein Hotel. Auf anderer Seite, ich habe das Hotel kriegen können, weil ich immer ehrlich für meinen Namen dagestanden habe, habe immer alles bezahlt, man kannte mich überall und habe dieses Hotel gekauft. Und wohnst du in dem Hotel? Geld. Ach so, ohne Geld. Ohne Geld, ja, haben die mir gegeben, ohne Geld. Ich habe mein Haus dafür gesetzt. Also. Das heißt, das Haus wurde dann als Sicherheit genommen. Ich bin in das Hotel gegangen, denke, kannst da oben bleiben, hast jetzt endlich deine Ruhe, kann er da unglücklich werden. Rufst du jetzt aus dem Hotel an? Nein, ich bin jetzt bei mir im Haus, mein Mann ist nicht da. Ja, so, jetzt muss ich dich fragen, Waltraud. Du wirkst auf mich als eine sehr resolute Frau, eine selbstbewusste Frau. Frage ich mich erstmal, warum hat die das so lange mitgemacht? Und warum lässt die sich nicht von ihrem Typ scheiden? Warum? Das ist folgendermaßen, wenn ich mich scheiden lasse, hat er mir gedroht, er bringt mich um, was er auch so schon hat versucht. Er würde mich überall finden, er wäre 60 Jahre, er ginge in den Knast, ich sag's jetzt wörtlich, wie er mir gesagt hat, und würde da, kriegte Essen und Trinken und brauchte nichts mehr bedenken. Im Moment ist meine Situation folgende. Ich habe am 27. Oktober eine Versteigerung für mein Haus. Der hat mich krankenhausreif geschlagen. Ich bin, habe ein Rückenleiden, ich habe einen Wirbel angebrochen, ich hatte Gehirnblutung. Hast du ihn? Ich muss immer wieder zwischendurch fragen, sonst verstehe ich diese ganze Geschichte nicht, die ja sehr komprimiert ist. Ja. Warum hast du ihn nicht angezeigt schon? Hab ich gemacht, die Polizei war auch da, die hat mir gesagt, Frau Brinkert, wir können nichts tun, wir machen das nur dann, wenn Sie im Blute liegen. Ja, aber Sie lagen doch, du lagst doch im Blut. Ja, aber dann müssen Sie das sofort sehen, dass er es macht, er ist immer weg dann. Ich schreie Hilfe, die kommen, ist über alle Berge. Aber du warst ja richtig verletzt, wie du es gerade gesagt hast. Mehrmals. Ich kann mein Hotel nicht mehr führen. Und du hast nicht richtig Anzeige erstattet? Hab ich schon. Er ist vor dem Richter gewesen. Der Richter sagt, Frau Brinkert, haben Sie Zeugen für das, was er gemacht hat? Ich habe keine Zeugen. Ich wohne im Naturschutzgebiet. Ich kann hier schreien ohne Ende. Mich hört keiner. Und das weiß er. So, die Situation stellt sich jetzt für dich wie eine Sackgasse dar. Was du auch tust, ist irgendwie falsch. Nein, die Sackgasse ist diese jetzt im Moment. Mein Haus geht am 27. Oktober. Wenn ich keine 150.000 Euro aufbringe, bis dahin ist mein Haus in der Versteigerung. Das weiß er. Im Grunde brauchte ich 400.000 Euro, dann hätte ich mein Hotel gerettet, könnte dort bleiben und er könnte sehen da unten, wo er bleibt. Dann hätte ich Ruhe. Okay, gut, das Geld können wir jetzt nicht herzaubern. Nein, ich sage nur, so sieht die Situation. Er erpresst mich jetzt, wenn am 27. die Versteigerung ist. Und das habe ich schon meinem Mann zum Bekannten gesagt. Ich finde dich wo, dann ist dein letztes Stündlein geschlagen. Ja. So, ich höre daraus, dass das eine sehr schwierige Geschichte ist und eine sehr ernste Geschichte für dich auch, weil du Angst hast. Ja, Angst um Leib und Leben. Ja. Deshalb werden wir dieses jetzt tunlichst nicht hier weiter beraten, was du am schlausten jetzt unternehmen solltest. Ja. Das machen wir in der Anonymität. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Oh, das ist nett. Ja, und dann werden wir da richtig Tacheles und so weiter. Ja, weil ich habe Angst ohne Ende. Das glaube ich. Das habe ich jetzt. Der kommt nur auf den Hof, der geht durchs Dach. Habe ich jetzt gehört. Habe ich verstanden. Also, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Rolf und Rolf ist 61 Jahre alt. Hallo.
Ja, hallo Domian. Hallo Rolf. Der Wolf aus Dortmund. Ja, aus Dortmund. Ja, aus dem Pott. Domian, ich wollte nochmal über diesen Rentner, der dort in den Lebensmittelgeschäften sich da seine Lebensmittel zusammenkauft. Der Willi. Ja, dem Willi, genau. Ja. Ich weiß, dass es tragischerweise unglaublich viele Rentner gibt, die wirklich am Existenzminimum rauchen. Mhm. Ja. Ja, aber es gibt Alternativen zum Klauen. Ah. Die Alternative ist unter anderem, es gibt quer durch Deutschland die sogenannten Tafeln e.V. Ja. Das sind eingetragene Vereine, ja. Alle sind ehrenamtlich tätig dort. Ja. Zum Beispiel wir in Dortmund, ja, wir sind seit 8 Wochen sind wir jetzt tätig hier. Ja. Wir haben also Kleintransporter. Wir fahren mit diesen Kleintransportern, wir haben auch richtige Verträge mit großen Großhandelsketten und großen Handelsmärkten, ja, und holen dort hochwertige Lebensmittel ab, die überzählig sind. Ach so. Die sind aber nicht also dort abgelaufen. Die sind, was heißt überzählig? Ja, die einfach überhaben. Ja, sonst würden sie schlecht oder würden weggeworfen. Ach so. Ja? So, also die sind nicht mal, schon verfallen im Datum? Nein, die sind noch nicht verfallen. Ja? Sind noch nicht verfallen. Und die verteilt ihr dann an Bedürftige? Wir haben einen großen Lagerraum. Ja? Wo, den wir umgestaltet haben als Verkaufsraum. Ja? Ja? Sag ich mal so. Kennst du vielleicht so Bäckerkisten? Ja, klar. Kunststoffkisten. Ja. So eine Kunststoffkiste, hoch vollgepackt mit Lebensmitteln, ja? Kostet 2 Euro. Ach. So, also ihr nehmt ein bisschen Kohle dafür? Wir nehmen wir müssen ja von irgendwas existieren. Aber wenn so eine Kiste voll gepackt ist, ist natürlich auch eine ganze Menge drin. Genau. Und wie ich es verstanden habe, sind da auch manche Leckerei dabei. Da ist eine ganze Menge bei. Zum Beispiel, die fangen an mit Gemüse, Frischgemüse, alles frisch. Mhm. Ja. Dann geht das weiter, die nächste Abteilung ist Obst. Ja. Ja, querbeet, was es im Moment gibt. Gibt es da auch Zigaretten? Nein, das haben wir nicht. Ah, ja. Wir haben auch kein Alkohol. Ah, der Willi war ja scharf auf Zigaretten. Ja, gut. Aber nicht nur. Muss er gucken, wie er klarkommt. Er hat auch von Lachs gesprochen. Ja, der soll dann rauchen. So, das sind auch vor 10 Jahren gemacht. Das sind die Tafeln, sagst du. So, das sind also die Tafeln. Gibt es die überall in Deutschland? Die gibt es querbeet. Die gibt es in Köln, die gibt es in Frankfurt, die gibt es in Berlin. Wie kriegt man das denn jetzt raus, wenn man jetzt hellhörig geworden ist, ob es die in der eigenen Stadt auch gibt? Du, der braucht nur zu irgendwelchen Gemeindeämtern gehen. Ja? Oder zu irgendeiner Kirche. Die wissen das. Die wissen das hundertprozentig. Ja. Vielleicht kann ich eins noch sagen, ja, weil ich ja hier in Dortmund ehrenamtlich tätig bin, in diesem Laden. Ja. Ja? Wir sind mittlerweile über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter. Mhm. Ja? So. Mhm. Wir haben 3 Kleintransporter am Laufen. Ja. Ja? Die Fahrer, alle machen ehrenamtlich, kein Pfennig. Toll, ja? Toll. So. Und was dazu kommt, ist, dass wir mittlerweile 1200 Kunden haben. Wie, jetzt muss ich mal fragen, wie sortiert ihr denn die Bedürftigen von den Geizigen aus? Ja, das machen wir insofern, dass jeder nachweisen muss, ja, ob er bedürftig ist. Also. Er muss einen Bescheid vom Sozialamt mitbringen. Ah, ja. Oder er muss seinen Arbeitslosenhilfebescheid mitbringen. Verstehe. Also da wird schon aufgepasst, dass da nicht da keine Abzocke stattfindet. Das wird aber alles diskret behandelt. Das heißt, keine Behörde wird jemals irgendwas erfahren. Und diese Angebote werden die jeden Tag gemacht oder ein paar Mal in der Woche? Wir kann das nur für Dortmund sagen. Ja. Ja? Wir haben also von Dienstag bis Freitags von 13 bis 15 Uhr auf. Mhm, mh. Ja. Also 2 Stunden. Ja. Und samstags, also morgen zum Beispiel, bin ich wieder dran. Ja. Von 10 bis 12. Ja. Und das Ganze nennt man die Tafel. Die Tafel. Einfach die Tafel. Die Tafel. Das ist in ganz Deutschland bekannt unter diesem Begriff auch. In ganz Deutschland bekannt. Ja. Und vielleicht kann ich noch einfach die Adresse auch für Dortmund sagen. Lass du. Das ist die Heidenstraße 45 bis 47. Okay. Heidenstraße wie der Komponist. Also, das ist ja schon eine tolle Sache für Leute, die wirklich nicht viel Kohle haben und dann, damit sie nicht verzichten müssen auf schöne Sachen. Wir haben Frischfleisch, wir haben Wurst, wir haben Käse, wir haben Frischmilch. Ja. Ja? Wir haben Brot, Brötchen, alles. Jeder normale Supermarkt. Du machst ja ganz toll Werbung. Ja. Da wird die Hölle bei euch los sein die nächsten Tage. Ja, bitte? Ich sagte, da wird die Hölle bei euch los sein die nächsten Tage. Wir haben täglich, sobald wir aufhaben, haben wir immer um die 30 bis 50 Neuanmeldungen. So, das finde ich jetzt sehr schön. Und was aber noch eins gesagt werden muss, wir haben eine Befürchtung. Ja. Ab Januar nächsten Jahres
wird ein Rand auf diese Tafeln losgehen, ja, was wir uns doch überhaupt noch nicht vorstellen können, nämlich durch das Arbeitslosengeld 2. Ich verstehe, das können wir jetzt nicht vertiefen. Können wir jetzt nicht vertiefen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber ja, gut, dass du angerufen hast, gut, dass du es noch erzählt hast. Ja. Danke dir, Rolf, und schöne Grüße nach Dortmund. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche hier von uns. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Marco Rössler, Gunnel Blendin, Florian Jocham, Marc Sommer, Pamela Koppay, Vivian Merchak und Heide Schweizer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Wir sehen uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Am Montag fällt die Sendung im Fernsehen aus, aber im Radio hier bei 1 Live sind wir. Also, bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Tschüss zusammen. Uhr. Berlin. Bundesverteidigungsminister Strock will offenbar 110 Bundeswehrstandorte aufgeben. Das sind 10 mehr als bislang vor.